370 Grad Abgastemperatur, 250 Millibar Brennerdruck. Wasserstand etwas unterhalb Oberkante Flammrohr. Kesseldruck 3 Bar. Und wir lassen die Maschine an. Ist das Wasser los, läuft durch. Das Kondensat ist raus. Der Kesseldruck ist abgefallen auf etwas über 2 Bar. Die Drehzahl wird verringert, damit die Maschine weiter läuft und der Kesseldruck wieder ansteigen kann. Er steigt langsam. Die Maschine muss etwas durchlaufen bei der ganzen Prozedur, damit sie nicht erkaltet und kein Kondensat ansammelt. Also die Maschine muss warm bleiben. Es darf sich kein Kondensat bilden. Der Kesseldruck steigt. Die Rauchgastemperatur 395 Grad am Kesselausgang. Wenn der Kesseldruck 3 Bar erreicht hat, kann die Maschine wieder in der Drehzahl hochgenommen werden. Und läuft jetzt mit etwa 800 Umdrehungen pro Minute. Dabei wird der Kesseldruck von 3 Bar gut gehalten. Wenn die Schwinge noch etwas eingezogen wird, sollte der Dampfverbrauch noch sinken. Das heißt 3 Bar Kesseldruck, 800 Umdrehungen Minute. Die Maschine ist ein guter Wert. Das sollte zu erreichen sein. Brennerdruck 240 Millibar. Kartuschendruck 2 Bar. Die Maschine kann problemlos umgesteuert werden. Aufgabe erfüllt.